Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Let's Go Evoli. In der fünften Folge dieser Aufnahmesession hier. Wo geht's eigentlich hin? Everything is connected. Ich weiß, das habe ich schon in der Dark Souls Folge gebracht, aber naja. Everything is connected. So, und heute wollen wir ein bisschen hier. Nee. Aus dem Pokéball holen. Jo, das ist ganz schön schnell. Das ist geil. Und da oben steht die Psychopathin. Howdy! Mindestens Level 45! WTF. Level 45. Du hast also kein Pokémon dabei, das mindestens Level 45 hat. Komm einfach, wenn du die Bedingungen erfüllt hast. Was machen wir jetzt in dieser Folge? Klar. Darauf erstmal ein bisschen Schokolade. Der Blurak ist echt schnell. Als ob man dafür gleich vom Blurak absteigt. Die Stadt mit der schlechten Musik. Nee, hier wollte ich nicht hin. Ich war der Meinung, dass... Nee. Dann war es doch da hinten. Du kannst den geschlossenen von der Skilla. Hier, Route 16. Da gehen wir jetzt hin. Cool, dass man auf Glurak bleibt. Schläft tief und fest. Pokéflöte? Hm.
Galaxus aufgewacht. Ich hab vergessen, dir etwas zu sagen. Ich hab vergessen, dir etwas zu sagen. Als ich dir die Pokéflöte gegeben hab. Oh, sieht so aus, als käme ich im richtigen Augenblick. Es geht nämlich um Relaxo. Wenn ein Relaxo aufwacht, das ist das Erste, was es sieht für Nahrung. Glaub mir, sowas kann übel enden. Deshalb solltest du versuchen, es so schnell wie möglich zu besänftigen. Und zwar, indem du gegen es kämpfst. Sobald du es besiegt hast, lässt es sich gefallen. Wildes Relaxo! Na, noch schon? Was hältst du von dem Irrschlag? Kopfnuss? Was hältst du von noch einem Irrschlag, noch schon? Schläft. Wie süß. Ich weiß gar nicht, haben wir Schlafrede? Greife ich zum Hyperball und zur Himbeere. Meisterball wäre jetzt wahrscheinlich ein bisschen übereilig. Okay. Wie es sich den Magen reibt. Nächster großartiger Wurf. Ach komm. Gönn dir ja noch eine Himbeere. Gut. Ach komm, ich hab noch 4 Hyperbälle. Großartig, komm da drin. Ach, komm schon. Nächste. Relaxo ergreift die Flucht. Ist nur ein Relaxo. Ach, wie schade. Naja, du kannst jetzt hier weiter. Elixier. Aber ich wette, hier gibt
gibt es auch noch Galoppa. Level 37. Gönn dir erstmal eine Nana-Beere. Und zwar, wenn du an einer guten Pose bist. Komm, bleib einfach im Pokémon. Das wäre zu schön. Na, Biro, schnell, 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 schnell! Bleib da stehen! Naja, komm, der ist bleibt da drin. Gut. Danke, Monika! Das ist auf jeden Fall ein Kandidat fürs Team, aber eher Gruppe. Aber jetzt mal ganz schnell zum nächsten Laden. Jetzt muss ich hier runter. Lauf noch schon. Run, run, Nocturne! Run, Nocturne, not run! Fuchsania City! Vielleicht hätten wir hier schon vor Team Rocket hingehen sollen. Ich will etwas kaufen. Das war eine Milliardenüberbille. Ja, oder 130. 13 Primärbälle. Kanga! Ciao! Bezaubert mich aber wie er und die. Weißt du, früher sind wir auf die Wellen geritten. Ja, und wir waren toll. Hier, Wellensport. Wellensport! Danke. Mehr wollte ich nicht. Bin schon weg. Ciao.
Fight-Pokémon. Team Kind. Auf Galoppa kann man bestimmt reiten. Nur Glurak? Na, Odex, naja. Naja, dann halt. Zu Fuß ist auch schön. Gegen die Leute hier werde ich oft kämpfen, weil das keine Lust, ne? Oder ich werde gegen die gar nicht kämpfen. Nugget! Komm! Ich bin mal ein Ehrengönner und mache ein Torblock, Köpflock, Kopapapopüm. Anton! Das ist schön. Dich haben wir noch nicht. Komm her. Dodo! Ist mit dem Zielen? Muss Nintendo noch mal genau nach Game Freak eher gesagt. Nintendo, Game Freak, wie Sword, wie viele Superbälle hab ich denn? Du wurde gefangen. Du wurde gefangen. Sananabären sind tatsächlich ganz gut. Ich warte hier auf den Galopper. Tauboga brauche ich nicht. Ponita. Galopper? Hallo? Noch ein Dodo. Holen wir dich aus dem Pokéball. Dann habe ich einen besseren Überblick. Topsy. Taubsi. Galoppa, perfekt. Also erstmal kriegst du eine silberne Sananabeere. Aus Gründen, die ich selber nicht kenne. Dann Hyperball, ne? Großartiger Wurf, silberne Sananabeere. First try. Na, schade. Dann gönn dir eine Nahbeere. Der war elegant. Nass. Galoppo wurde gefangen. Nice. Ins Team mit dir.
Itaboga brauche ich nicht. Aber hier, Dodri haben wir noch nicht. Viele neue Pokémon. Das war ein bisschen zu weit. Ah, Mann! So knapp. Oh, ich muss erst auf Zielen drücken. Hä, die Nahabwehr verhindert das doch. Egal, bleib einfach drin, ich brauch. Ich sagte, bleib drin! Danke. Großartig und er bleibt. Alter, kannst du jetzt verdammt nochmal drin bleiben? Die Nanabeere hat immer noch Wirkung. Oh. Naja, erstmal kommt Gale Entertain. Das gefällt mir. Bonita nehmen wir noch kurz mit. Das gefällt mir mit dem Donnerbar. Dich will ich nicht, du bist blöd. Wie geschmeidig das Galopper läuft. Fabelhaft. So, ein guter Wurf, bleibt jetzt drin. Endlich, danke. Ich wollte zwar sowieso nur für den Pokédex, aber naja, komm. Level up für Mario L. Ich glaube, sowohl in Dark Souls als auch in Pokémon ist Off-Camp-Training gefragt. Aber naja, ich glaube, wir gehen wieder nach Fuxeni.
mag meinen Galopper. Und es ist schnell. Aber es muss leider bald schon aus dem Team raus, falls unser Heilewitz das Pokémon ist. Aber hier gibt's doch safe eine Arena. Oder? Hallo? Mr. Arena? Existent? Aha. Gibt's doch wohl eine Arena. Seid gerührt, zukünftiger Chef. Wie ist dein Wertbefinden? Das ist noch gut. Wie du sicher weißt, gibt es in Fuchsanias mit die dank der Safari-Zone unglaublich viele Pokémon zu entdecken. Deshalb öffnet sich das Tor dieser Arena auch nur für jene Trainer, deren Schicksalspfade sich mit denen viele Pokémon gekreuzt haben. Um die Arena zu betreten, musst du mindestens 50 Arten fangen. Ich sehe, hast du 56 gefangen. Na gut, kämpfe. Ich hab dich mit meiner Verwandlungstechnik aus dem Gleichgewicht gebracht, was? Dann solltest du dich darauf befasst machen, dass ich auch im Kampf mit diesen Kniffen auf dem falschen Fuß erwischen werde. Kogas Verwandlungstechnik ist unschlagbar. Ist aber nicht zum Verwechseln ähnlich, oder? Na gut. Ja. Gut gegen Psycho, gegen Gift haben wir Psycho, und zwar dich. Und natürlich dich. Dich würde ich gerne noch mit reinnehmen, gegen dich. Der will kämpfen. Ist aber auch der letzte für diesen Part. Nidorina. Wir haben vor kurzem erst gegen eine Nidoqueen gekämpft, also kein Problem. Oder war es Nidoqueen? Nee, es war Nidoqueen, ne? Dort? Und das nächste deiner zwei Pokémon ist ein Level Up für Sparte Simon. Das ist gut. Henry! So einen kenne ich. Nidorino. Der ist Henry. Dr. Henry. Henry. Na? Psychokinese. Na dann, Rip in Peace. Egal, das war's mit der heutigen Folge. Haut rein, Leute, bis dann und ciao.